Haben Sie physisches Gold zu Hause? Dann müssen Sie dieses Video schauen, weil Sie eine Menge über den Markt lernen werden. Interessieren Sie sich für Edelmetalle und Trading, um damit Gewinne zu erzielen? Dann ist dieses Video Pflicht, weil Sie zum einen natürlich viel über den Markt lernen werden, zum anderen wird es aber auch Ihre Gewinne sichern. Und wenn Sie der Meinung sind, dass eine Interpretation eines Charts totaler Humbug ist, dann schauen Sie dieses Video lieber nicht, sondern machen sich erst einmal Gedanken darum, warum Sie nicht alle Ihnen zur Verfügung stehenden Hilfsmittel nutzen, um langfristig an der Börse Geld zu verdienen. Bevor wir mit dem Chart starten, gibt es erst einmal eine ganz wichtige Börsenlektion, die wichtig ist, um den Chart dann nachher auch zu verstehen. Wir lesen immer wieder, dass wir an der Börse oder im Trading mit Wahrscheinlichkeiten handeln. Aber was ist denn das überhaupt und wie wird es in der Praxis umgesetzt? Und genau das gucken wir uns erstmal gleich an, beziehungsweise da müssen wir erstmal drüber sprechen. Der Mensch ist eigentlich nicht gedacht oder wir Menschen denken nicht in Wahrscheinlichkeiten. Der Mensch ist ja dazu eigentlich ausgelegt, erstmal sein Überleben zu sichern. Das ist das, worum wir uns am meisten kümmern. Um Wahrscheinlichkeiten denken, das ist aber das, was uns an der Börse überleben lässt. Und das Schöne ist, dass wir uns das antrainieren können. So wie alles andere. Wir können ja alles lernen. Und auch so können wir lernen, in Wahrscheinlichkeiten zu denken, was eben an der Börse sehr wichtig ist. Eine große Herausforderung an der Börse ist die Kurszielbestimmung. Das habe ich schon von ganz, ganz vielen Marktteilnehmern rausgehört, mit denen ich in den letzten Jahren gesprochen habe. Und wir neigen häufig dazu, dass wir zu hohe Erwartungen haben. Denn das ist auch klar und verständlich. Wenn wir einen Trade erwischt haben, der gut anläuft, dann wollen wir natürlich das Maximum rausholen. Und was ist schlimmer, als einen verpassten Gewinn zu sehen? Ne? Man ist ausgestiegen, boom, und der Markt läuft weiter. Das tut natürlich weh. Aber wenn wir Angst haben, einen Gewinn zu verpassen, dann führt das in der Regel tatsächlich dazu, dass wir einen Gewinn verpassen, einfach weil wir zu hohe Erwartungen haben, weil wir nicht aus dem Markt aussteigen, keine Gewinne mitnehmen. Und vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Ich war schon so weit im Plus und dann ist der Markt wieder gefallen und am Ende, weiß nicht, ist ein kleiner Gewinn übrig geblieben. Oder im schlimmsten Fall bin ich sogar im Verlust ausgestoppt worden. Wie gehe ich jetzt aber vor, Kursziele zu bestimmen? Und dafür ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig. Wir schauen uns den Markt an, wie er in der Vergangenheit gelaufen ist. Denn Märkte bewegen sich ja immer wieder in ganz ähnlichen Zyklen. Die sind niemals exakt gleich oder sehr selten, aber sie sind ähnlich groß. Und wenn ich dann Regelmäßigkeiten finde in der Vergangenheit, wir gucken uns das gleich in der Praxis an, dann habe ich schon mal eine gute Orientierung für die Zukunft. Und wie wir das machen, das gucken wir uns jetzt in der Praxis an. So, wir schauen uns jetzt den Gold Future an auf Tagesbasis. Diese Kurszielbestimmung, die wir jetzt vornehmen, die könnt ihr aber auch für jeden anderen Markt nutzen. Und ihr könnt die Kurszielbestimmung auch in unterschiedlichen Zeiteinheiten nutzen. So, jetzt im Tageschart, da schauen wir uns die größeren Zyklen an, aber es gibt natürlich auch kleinere Zyklen. Und je nachdem, wie kurz- oder langfristig ihr selber ausgerichtet seid, entsprechend schaut ihr euch die unterschiedlichen Zeiteinheiten an. Wir suchen ja Dinge, die immer wieder so geschehen. Wir suchen nach Regelmäßigkeiten. Und dazu habe ich jetzt einfach mal aus der Vergangenheit so diese letzten dynamischen Bewegungen mir angeschaut. Ein Markt ist ja immer, in einem Trend sehen wir dynamische Teile, dann sehen wir so hoch runter Korrekturen. So, und es geht mir darum, diese dynamischen Teile einfach mal auszumessen. Das muss auch nicht perfekt sein, sondern grob. Das genaue Hoch oder Tief, das werden wir sowieso nie erwischen. Davon müssen wir uns verabschieden. Aber wenn wir mal gucken, hier diese Bewegung in Gelb eingefangen, hier nochmal die Bewegung, beziehungsweise ist ja diese Bewegung eingefangen,
dann diese Größenordnung hatten wir hier nochmal genau. Es gibt aber auch immer mal etwas kurzfristigere Geschichten, also hier das, oder wenn wir uns das anschauen, also nur diese erste Bewegung ohne diesen weiteren Move nach oben, dann hatten wir hier mal eine lange Bewegung, und das sieht man häufig bei Edelmetallen oder bei Metallen insgesamt, bei Rohstoffen, so muss man es sagen, dass so die letzte Welle, dass die immer so ein bisschen größer ist als alle anderen. Habe ich mal hier in grün dargestellt. So, und jetzt geht es ja darum, das auf das aktuelle Hier und Jetzt zu beziehen. Und dann kopieren wir einfach mal, wenn wir so Regelmäßigkeiten gefunden haben, dann packen wir uns das mal an das letzte Verlaufstief, um zu schauen, wo stehen wir denn aktuell im Zyklus. Wir sind ja zuletzt, ne, von, was hatten wir hier im Tief, 16,20 in ungefähr, Brams sind wir nach oben gelaufen. Und da sehen wir, diese Projektion, die wir zuletzt vorgenommen haben, dieses Ausmessen, da sind wir schon ordentlich gelaufen. Ne? Da ist gar nicht mehr so viel Potenzial vorhanden. Machen wir mal noch hier das Grüne. Kann ja sein, dass es deutlich weiterläuft. Da sehen wir, da wäre noch ein bisschen was zu holen. Und jetzt haben wir schon mal ein erstes Gefühl, wo stehen wir, wie viel Potenzial ist noch vorhanden. Und jetzt kommt das Wahrscheinliche oder die Wahrscheinlichkeitsdenke, die wir an den Tag legen müssen. Wenn wir uns in einem Markt befinden, dann müssen wir einfach akzeptieren, dass es auch immer mal wieder zur Gegenbewegung kommt. Dann müssen wir akzeptieren, dass wir wahrscheinlich nicht in dem großen Move sind, den wir natürlich gerne hätten, sondern es macht Sinn, sich dann auch mal mit dem zufrieden zu geben, was man aktuell erreicht hat. Wenn man irgendwie hier die Aufwärtsbewegung mitgenommen mitgenommen hat, dann kann man durchaus mal überlegen, auf dem aktuellen Niveau einen Gewinn mitzunehmen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht noch weiter aufwärts geht. Keine Frage. Dazu ist es noch wichtig, wenn man die Ziele bestimmt hat, dann müssen wir gucken, so insgesamt, welche Marktphase haben wir denn? Haben wir einen bestehenden Aufwärtstrend, so wie hier, oder haben wir eine Seitwärtsbewegung? Und die haben wir nun mal. August 2020 bewegt sich der Goldpreis eher seitwärts in einer Range. Und eine Range besagt, dass wir beschränktes Kurspotenzial haben. Wir wissen nämlich nicht, ist die Range jetzt zu Ende? Sehen wir jetzt den Ausbruch? Tendenziell, also wahrscheinlicher ist es, the trend is your friend, und der Trend ist seitwärts, dass sich der Trend weiter fortsetzt. Also, dass sich die Range weiter fortsetzt. Deswegen kann es passieren, dass wir hier uns noch eine ganze Zeit hier Ping-Pong-mäßig hoch und runter bewegen. Das ist Wahrscheinlichkeitsdenken. Und natürlich kann es zu einem Ausbruch kommen. Sogar jetzt, ne? Vielleicht schießen wir ja über diese ganzen Verlaufshochs, hier über die Widerstände, die ich nach oben eingezeichnet habe. Und dann müssen wir gucken, okay, wenn das so kommt, wenn wir jetzt wirklich nach oben eine größere Bewegung sehen, also dass wir die Hochs überwinden, dann müssen wir mal wieder gucken, was war denn so ein größerer Zyklus? Wie ist denn der gelaufen? Ne? Und dann können wir uns, können wir anschauen, okay, diese Bewegung, vielleicht setzt sich ja sowas dann nochmal fort. Und das einfach mal nach oben angesetzt, so, und dann wären wir im Bereich 2500. Und ich hatte hier vorher mal noch andere Projektionsziele, 2300, 2400. Also, da ist dann einiges zu holen. Und dann, wenn wir wieder so einen Trend haben, so wie hier, ne, so dynamische Bewegung, dann schauen wir immer im Kurzfristigen, dass wir aggressiv in den Markt einsteigen. Also in einem Trend gucken wir aggressiv zum Beispiel Unterstützung zu kaufen. Das mache ich so im Swing Trading. Das kann man aber auch so im Day Trading machen. Das kann man auch im Positionstrading machen, wenn man, den Gold über einen längeren Zeitraum halten will. Und so ist da einfach meine Vorgehensweise. Wenn das für Sie interessant klingt, wenn Sie das in der Praxis umsetzen möchten, mit mir zusammen, wenn Sie über ein Risikokapital
ich sag mal, von 50.000 oder mehr verfügen. Also Geld, mit dem sie an der Börse investieren können. Dabei geht es nicht darum, das zu verlieren, sondern einfach mit dem man an der Börse arbeiten kann. Tragen Sie sich gerne für ein Strategiegespräch ein. Dann sprechen wir mal zusammen, loten aus, wo Sie aktuell stehen, wo Ihre Ziele sind und ob hier eine Zusammenarbeit Sinn macht, dass ich Ihnen da weiterhelfe auf dem weiteren Weg zum Börsenerfolg.